Ich habe bei meinem Testbericht der Canon EOS R6 Mark II gemerkt, dass sie vor allem draußen im Feld in der praktischen Anwendung viele Vorteile gegenüber der R5 hat. Ein wesentlicher Nachteil und für mich und andere Fotografen vielleicht tatsächlich ein Entscheid für die R5 ist aber, dass die R5 einfach einen viel höher auflösenden Sensor hat und der bietet einem halt einfach mehr Reserven, wenn man etwas mehr croppen muss in gewissen Situationen oder wenn man einmal einen Kunden hat oder für sich selber vielleicht das Foto wirklich mal groß ausdrucken möchte an die Wand. Der Punkt ist ein sehr berechtigter Punkt, wie häufig braucht man das? Ich denke, die meisten von uns brauchen das nicht so häufig. Und ich habe mir dann überlegt, ja gut, wenn die R6 Mark II sonst viele Vorteile bietet, wie wäre es, wenn man einfach die R6 Mark II nutzt und für die wenigen Male im Jahr, wo man wirklich ein Bild mit höherer Auflösung braucht oder stärker croppen muss, einfach Software wie Gigapixel AI von Topaz einsetzt, dass das Bild eben mit künstlicher Intelligenz verspricht, so zu vergrößern, dass man Details zurückgewinnt, die Kamera gar nicht eingefangen hat. Und ich habe deshalb Topaz Gigapixel AI einem ausführlichen Test unterzogen. Ich habe verschiedene Fotos versucht, eben hoch zu skalieren. Und ich möchte euch jetzt in diesem Video ein bisschen den Workflow mit der Software zeigen. Natürlich die Resultate anschauen und diskutieren, wie nah kommt man an ein echt höher auflösendes Foto ran. Und dann auch ein paar Vor- und Nachteile diskutieren betreffend Workflow, Zeitmanagement und so weiter. Keine Angst, ich habe ein, zwei Studiotests in dem Sinn gemacht, wo wir das eins zu eins vergleichen können. Ich möchte aber euch zuerst ein praktisches Beispiel zeigen. Und zwar habe ich hier diese Stockente fotografiert, die durchgeschwommen ist. Der Bildaufschnitt ist nicht genau der gleiche, aber ihr seht im Bild links und rechts, die Vögel sind ähnlich groß drauf, kann man sagen. Auf der linken Seite das Foto mit der R6 Mark II, hier einmal reingezoomt und auf der rechten Seite das der R5. Und man sieht schon, dass die R5 mehr Details zeigt, was auch nicht so wahnsinnig erstaunlich ist. Und ich möchte jetzt einmal das der R6 Mark II in Gigapixel AI vergrößern. Ich bin jetzt hier in Adobe Lightroom, in Capture One geht es eigentlich genau gleich. Ihr macht nämlich einfach einen Rechtsklick, geht auf Bearbeiten in und dann wähle ich hier Topaz Gigapixel AI aus. Ich nehme ein TIFF-Format mit 16-Bit, das gibt mir einfach die bestmögliche Qualität und klicke hier auf Bearbeiten. Die Dateigröße wird relativ groß werden, damit muss man jetzt einfach leben. Ihr könntet auch eine Komprimierung einstellen beim TIFF. Ich habe da einfach schlechte Erfahrungen gemacht, da das Abspeichern dann massiv länger gedauert hat und das, ja, war es dann für mich nicht wert. So, ihr seht, ich habe jetzt hier relativ stark reingezoomt und ihr seht hier auf der rechten Seite den Aufbau von Gigapixel AI. Wir haben hier entweder die Möglichkeit einfach einzustellen nach einer Skalierung, also soll es doppelt so groß werden, viermal so groß, sechsmal so groß und so weiter. Möchte ich auf eine bestimmte Kantenbreite gehen, auf eine bestimmte Höhe vom Bild, also das wäre in Pixeln. Und dann hier, welches Modul, welcher Modus soll genutzt werden. Wenn ich hier das kleine Teil hier anklicken würde, dann würde der automatische genutzt nehmen, der nimmt hier Art. Ich weiß nicht, ich habe jetzt bei diesem Foto, ich habe das schon ein paar Mal getestet, habe ich das Low Res gefunden, macht den besten Job. Und wenn ich das anklicke, seht ihr hier unten kommt ein Fortschrittsbalken. Mein Laptop ist schon etwas älter, also mit einem neueren Laptop sollte das schneller gehen eigentlich. Und dann seht ihr nämlich hier 1 zu 1 den Vergleich. Wie sah es vorher aus? Wie sieht es jetzt aus? Ihr könnt hier oben auch die verschiedenen Ansichten wechseln. Ebenfalls relativ angenehm finde ich den Split View, wo ihr im Prinzip einen Regler habt, wo ihr links und rechts hin und her schieben könnt. Aber im Normalfall habe ich eigentlich diese Ansicht fast am liebsten. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr hier auf diese Kacheln geht und dann könnt ihr hier mehrere Fotos oder mehrere Modelle gleichzeitig betrachten. Die werden jetzt alle geupdatet, kann ein Sekündchen dauern. Wenn es aber geladen ist, haben wir halt den Vorteil, dass wir wirklich die verschiedenen Module sehen. Und wir sehen zum Beispiel hier im Bereich vom Schnabelansatz teilweise sehr deutliche Unterschiede. Wenn wir den High Quality anschauen und den Low Resolution, finde ich den Low Resolution hier viel besser. Und ganz allgemein, der Standard ist auch nicht schlecht, aber der Low Resolution, finde ich, holt wirklich die meisten Details raus. Ich gehe jetzt einfach wieder mal auf den zurück, bleibe bei dem hier. Und ich kann hier noch ein paar Zusatzeinstellungen einstellen. Das heißt, ich kann sagen, es soll noch ein bisschen entrauschen, es soll noch nachschärfen.
Ich würde da die Regel relativ tief behalten, wenn man die überhaupt einsetzt. Zum Entrauschen gäbe es ja auch noch andere Software, ebenfalls von Topaz. Und ich bin soweit eigentlich zufrieden. Das heißt, ich klicke mal auf Apply und dann kommt hier der Fortschrittsbalken. Das Bild wird als TIFF gespeichert und direkt an Lightroom zurück übergeben. Und wir können uns die Ergebnisse jetzt einmal kurz anschauen. Also hier noch einmal die Ausgangssituation, das R5-Bild, das einfach deutlich mehr Details zeigt. Ich weiß, es ist nicht exakt die gleiche Szene, aber kann einen groben Eindruck geben. Wenn wir auf das gehen, dass wir mit der Gigapixel, mit dem Low-Res-Algorithmus gerechnet haben, dann seht ihr, dass hier viel mehr Details drin sind als im Bild vorher. Ich sehe aber kaum negative Artefakte. Also ich war hier wirklich positiv überrascht, macht für mich einen sehr guten Eindruck und ja, ich war verblüfft. Ich habe mich dann gefragt, wie würde es aussehen, wenn ich einfach mit Lightroom nachschärfen würde? Würde man etwas Ähnliches hinkriegen? Und ein kurzer Test hat gezeigt, nein. Also ihr seht hier das Foto, das mit Lightroom nachgeschärft wurde. Und es sieht einfach alles ein bisschen gröber aus, wenn ich das so sagen kann. Einfach daher, da man halt größere Pixel hat, die man jetzt einfach nachschärft. Also ist nicht vergleichbar. Hier macht Gigapixel AI wirklich einen besseren Eindruck. Es hat das Bild klar aufgewertet. Das ist jetzt aber nur ein empirischer Test von draußen. Was ich jetzt noch machen möchte, ist einen Studiotest genauer anschauen. Und zwar habe ich hier eine Fledermaus, eine schöne Plüschfledermaus abfotografiert. Genau mit den gleichen Einstellungen. Brennweite, ISO, alles genau gleich. Und ihr seht auf der linken Seite das Foto der R6 Mark II, also hier die Originalszene und dann reingekroppt. Und auf der rechten Seite die R5. Und hier wird im 1:1-Vergleich wirklich krass sichtbar, was eben der Unterschied zwischen 45 und 24 Megapixel ist. Wenn wir jetzt das Foto der R6 Mark II versuchen mit Gigapixel AI zu bearbeiten, dann habe ich hier bei diesem Foto die Erfahrung gemacht, dass hier nicht der Low-Res die besten Ergebnisse geliefert hat. Der hat irgendwie schon Artefakte reingebracht, sondern der High Quality, der vorher nicht so gut war, hier tatsächlich be besser abgeschnitten hat. Und hier einmal den Vergleich, links das die R6 Mark II und eben rechts das R6 Mark II mit dem Gigapixel. Und ich finde, man sieht einen heftigen Unterschied. Also ich finde es wirklich krass, was da noch an Details rausgekitzelt wurde. Hat mich positiv überrascht. Beim nächsten Bild seht ihr es einfach noch einmal verglichen gegen die R5. Also R6 Mark II plus Gigapixel gegen die R5. Kommt man an diese 45 Megapixel von der R5 ran oder nicht? Ja, ich würde sagen, ihr könnt selbst urteilen. Wenn man ganz, ganz genau hinschaut, finde ich, hat die R5 vielleicht einen minimalen Vorteil in der Auflösung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher. Also, ich sehe hier echt keine Artefakte beim Gigapixel-Bild. Vielleicht bin ich auch einfach blind. Aber es sieht sehr gut aus. Also, das hat mich echt positiv überrascht. Ich muss es ein paar Mal betonen, Entschuldigung. Ja, wie gut man das hochskalieren kann. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wie würde es aussehen, wenn man das R5-Bild auch noch hochskaliert mit dem zweimal, mit der Zweifachskalierung und das R6 Mark II-Bild dafür vierfach hochskaliert. Ich habe es probiert und ihr seht das Ergebnis jetzt hier. Was direkt auffällt, ist, dass bei der R6 Mark II es kaum einen Unterschied gemacht hat, ob ich auf zweimal oder viermal skaliert habe. Mit Gigapixel AI ist mir einfach aufgefallen. Das Foto von der R5 zeigt jetzt noch einmal etwas mehr Details. Das hat jetzt profitiert von dem Gigapixel AI und zieht jetzt wieder ein bisschen davon. Das war eigentlich für mich auch ein bisschen das, was ich erwartet habe. Wenn man natürlich den Gigapixel-Workflow nur auf die R6 Mark II anwendet und das verbessert und gegen die nackte R5 vergleicht, ist das vielleicht nicht ganz fair. Man muss sagen, man kann mit beiden einfach noch mehr Auflösung rausholen. Hier denke ich, ist dann der wichtige Punkt. Ja, wie oft braucht man das? Ich habe das bei der R5 jetzt bis jetzt wirklich noch nie gemacht. Ich müsste es vielleicht einmal testen bei einem Foto, wo ich wirklich extrem stark croppen musste oder so, das trotzdem für mich einen Seltenheitswert hat oder so, wie es aussehen würde, wenn ich es mit Gigapixel noch etwas hochpushen würde. Aber ein Landschaftsfoto auf 45 Megapixel, das werde ich wohl nie noch größer machen müssen. Also so groß drucke ich persönlich einfach nicht. Wenn ich jetzt eine R6 Mark II hätte, fotografiere vielleicht einen Vogel, 24 Megapixel, dann croppe ich noch ein bisschen rein, sagen wir auf mehr oder weniger APS-C-Format, das kann einmal vorkommen, dann bin ich irgendwo bei 10 Megapixeln. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass ich das einmal etwas größer haben möchte und hier wäre eben Gigapixel nützlich, zum einfach noch ein bisschen mehr zu gewinnen.
Was ist also meine Schlussfolgerung von dem Test? Braucht man noch hochauflösende Kameras oder kann man das alles per Software machen? Ich denke halt einfach, die Software ist tendenziell fehleranfälliger, dass es einmal irgendwelche Artefakte gibt. In diesem Beispiel ging es jetzt relativ gut, bei der Stockente habt ihr je nach Algorithmus schon was gesehen, aber ich muss sagen, es ist deutlich besser als ich Gigapixel AI, ich glaube, vor 2 Jahren oder so eingesetzt hatte. Da hatte ich mehr Artefakte. Ich habe es nämlich genau damals genutzt, da ich ein Foto hatte mit meiner 5D Mark III. 23 Megapixel hatte die Kamera, glaube ich. Ich habe es minimals gekroppt, dass ich bei 20 Megapixel war und entsprechend der Kunde wollte es, glaube ich, auf 2,5 Meter gedruckt haben. Da habe ich es einmal durch Gigapixel durchlassen. Und ich denke, genau für so Situationen ist es nützlich, wenn man es vorhat, ein paar Mal im Jahr einzusetzen. Dann, ich glaube, Gigapixel AI kostet momentan ungefähr 70 $, 70 Franken. Wenn ihr das Image Quality Bundle von Topaz kauft, dann ist es eh integriert. Und das ist natürlich deutlich günstiger als den Aufpreis für eine R5 zahlen, wenn man es im Normalfall nicht braucht. Wenn ihr aber irgendwie, ich sage jetzt einmal, Pixel-People seid und jedes Bild voll reinzoomen möchtet und einfach diese Details sehen möchtet bei jedem Foto, dann greift doch gleich zu einer hochauflösenden Kamera. Das müsst ihr jetzt für euch entscheiden, was für euch wichtiger ist. Ich denke einfach, es relativiert den Unterschied zwischen der R5 und der 6 Mark II etwas. Ich habe übrigens auch Topaz Photo AI getestet und da diese Hochskalierung getestet, die ähnlich ist bei Gigapixel, habe da aber schlechtere Ergebnisse gekriegt. Entweder ich mache etwas falsch, meine Motive haben vielleicht nicht gepasst oder es ist tatsächlich so, dass Gigapixel AI dort noch als eigenständige Software besser ist. Wenn ihr es einmal ausprobieren möchtet, schaut euch doch mal den Link oder klickt auf den Link unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt es 30 Tage kostenlos testen und wenn ihr es über diesen Link bestellt, dann würde ich eben eine kleine Provision kriegen, die mir hilft. Aber wie gesagt, testet es vorher, schaut, ob es für euch Sinn macht, ob es in eurem Workflow passt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.